Was geht, Leute? Hamburger Youngsters hier und herzlich willkommen zu einem Pack-Opening. Mit dabei habe ich den Hamburger Youngsters Danny Acker-Prones und den Phineas. Hi. Hi. Wir werden jetzt für ein paar FIFA-Points Packs kaufen und mal gucken, ob wir jemand Gutes drin ziehen. Die beiden werden nicht sehen, welchen Spieler ich haben werde, aber wir werden dann drüber reden. Ich werde Ihnen auch mitteilen, welchen Spieler ich gezogen habe. Was meint ihr? Gute Chancen? Aguero in Form, Alaba, Isco? Nö. Danny eiskalt ein Nö und Phineas eher ja, optimistisch. Gucken wir doch mal. Er hat auch Nö gesagt. Ach so, er hat auch Nö. Okay, mal gucken. Ich öffne das erste Pack, ist Alaba drauf. Was meint ihr? Alaba drauf, Alaba drin? Messi. Das ist Messi? Es ist Messi. Komm schon. You can do it und? Fällt der irgendwann nochmal auf? Ja, es ist Gignac. Ja, so ein guter Spieler. Und Bendtner? Nur Kacke. Egal, RA zu RM kann man immer noch gebrauchen irgendwie. Nimm ich mal einfach mit. Auf welchen Account ziehst du gerade eigentlich? Auf den Account von der Road to Compilation. Geil. Muss sein. Machst du damit auch dein Team dann besser? Falls ich es ziehe, ja. Also falls ich jemand Gutes ziehen würde. Das ist eigentlich schon nice, das Team ist. Das ist schon... Ibra wäre doch noch so, ne? Na, wen will denn nicht? Ja. Also Ibra, hier. Ah, Slorente. Auch nicht schlecht. Naja. Muija oder wie der heißt und Custodio. Nur Kacke, aber die Verträge nehmen wir einfach mal mit. Old Trafford habe ich gezogen, nichts Besonderes eigentlich. War das dein zweites Pack? Ja, das war das zweite Pack. Oh mein Gott. Falcao ist drin. Falcao ist drin? Ist drin? Nein, also er hat ein Pack drauf. Ultra Fail. Und es ist Ojija Ofue. Mhm. Der kann was. Ich weiß es nicht. Nehme ihm heute erst Silber. Sonst habe ich Molo und Ramirez. Aber nicht den. Ramirez? Ja, nicht den echten, leider. Und dann noch. Nicht den echten. Ja, der kommt aus Ecuador, glaube ich. So, und die Chemistry Style müssen wir natürlich mitnehmen. Hört sich gut an bei dir bisher. Normal, läuft. Jetzt braucht er erstmal ewig, um Spielerverträge aufzunehmen. Chemistry Style nehmen wir mit. Der Rest ist scheiße. Ich hoffe, dass die beiden jetzt viel Glück bringen. Messi drin, Messi drauf. Messi drauf, Messi drin, irgendwie. Nein. Oh mein Gott, ich habe Messi gezogen. Nein, Spaß. Kam fast realistisch. Ledley, Macchiardi, auch nur Kacke wieder. Solche Non-Rare-Kacke die ganze Zeit. Wie viel Geld ist jetzt für nichts aus? Oh, das weiß ich ja noch nicht. Ich krieg Münzen, auf jeden Fall. Welcher Spieler war der beste, den du bis jetzt gezogen hast? Lorente, glaube ich. Also allgemein in Packs. Achso, Oh, das ist. Ich glaube, insgesamt. Ich dachte, ja, insgesamt so, ja. Ich habe Caleon gezogen. Das war der beste? 2000 Coins. Naja, immerhin etwas. Der beste Spiel, den ich je gezogen habe: Team of the Season, Thiago Silva. Das war ein FIFA 12. Und FIFA 14 bis jetzt? In Format Matuidi oder Company oder sowas in die Richtung. Boah. Queenie gezogen, auch nur Kacke. Das war jetzt das fünfte Pack. Ich bin dabei. Yes, die Freitag läuft. Trikot. Sherrari. Wie viel Pack ist das? Sechste? Ja. Oh, ich habe Bart gezogen. Keine Ahnung, ob der was wert ist. Der sieht aber voll wie ein Penner aus irgendwie. Oh, irgendwie. Ach egal, Verletzung nehmen wir mal einfach mal mit. Die verletzen sich doch nicht sehr, die Spieler, oder nicht? Also bei mir verletzen sie sich immer. Bei mir manchmal. Bei mir keine Fitness haben? Ja, ich gebe meinen Spielern immer Fitness. Bei mir werden sie umgetötet von dicken Monstern wie David Luiz oder so.
Aber ich habe die Seuche, Ayu gezogen oder wie die heißt. Die Seuche, warum hat der Seuche? Weil er immer, er war in FIFA 13 richtige Seuche, die ganze Zeit. Was hat er gemacht? Weiß ich nicht, aber ich habe... ja, keine Ahnung, er war aber immer drin in den Packs, immer. Ach so, den hast du öfters mal gezogen. Ja, Palmeiras, Sainz, Saidi, Ibora, alles nur Kacke. Ja, du musst ja jetzt mal Knaller ziehen, sonst wird das ja nicht so schön. Na, nicht so schön ist das richtige Wort. Messi! Ja? Nein, ich meinte, weil er drauf ist, sage ich das. Ich hab, als ob das seine Feierung wäre, wenn er Messi ziehen würde. Sieht ganz anders. Dann lebt hier das Zimmer nicht mehr, Alter, wenn das passieren würde. Dann sage ich, fuck, ich habe Messi gezogen. Junge, ey. Ich würde es erstmal gar nicht glauben. Marquisio gezogen. Ja, der ist doch ein bisschen was wert. Nee, den hatte ich auch schon. Du hattest ja bestimmt schon alles. Ja, hatte ich doch. Nur die Dicken hattest du nicht, ne? Ja. Ja, 8000. Hat so 90 plus Spieler? Nee, ne? So Falcao. Eine Hoffnung, wenn ich reich ist. Hast du Cavani? Nein, mein bester war. Wer war mein bester? Casillas mit 50.000 wert, Touré mit 90.000 und Dani Alves irgendwie 85.000. Ja, geht doch klar. Ja, passt schon. Ja, und mein bester war Lewandowski. Ich hab Maliev gezogen. Oder Maliev. Voll non-rare. Hast du überhaupt jetzt schon mal so einen guten Rare gezogen? Nö, eigentlich nicht, bis auf Marquisio. Also, was heißt gut, ne? Du meinst vom Geld her bestimmt gut. Ja. Amero El Shaarawy habe ich gezogen. Ich weiß nicht, ob ja? Ja. Das muss wert, ich glaube nicht. Der geht auch bestimmt noch, er war sehr geile Werte, kostet bestimmt auch noch so. Ich guck nach Amero habe ich noch dazu. Boah, 22.000, das ist gar nicht so schlecht. Nice. Yay, ein Mini-Erfolg. Ja, der ist echt gut in den FIFA. Aber der 3-Hai-Arbeitsrahmen, das ist. Party hat ins. Das werden den eh verkaufen. Ah, ja. Ich brauche ihn nicht. Oh, ich hab. Wer ist der Beste? Lambert, Alter. Lambert von Fortuna? Nein. Lambert, dachte er von Southam. Ja. Ja, den hasse ich. Boah, er ist 400 wert. Bald. Boah, Junge, den will ich bald. Nicht abgeben. Der ist bestimmt. Nicht abgeben, der ist zu hardcore, ne? Come on, you can do it! Nimmst du alles mit dem Verein oder legst du auch welche Sachen ab? Ich leg fast alles ab. Ich nehme nur die besten Spieler mit. Und die Verträge? Ich hab Hermann gezogen. Ja, Vertrag und Chemistry Sites kommen mit. Ich hab Hermann gezogen. Ich weiß nicht, ob er gut ist. Ja, der ist was wert, bestimmt. Der hat Pace, Alter. Ja, 91. Ja, der ist bestimmt 2-3k. Hermann. Oh, 800 Gold. Läuft bei ihm. Die Preise sind aber so gesunken, Alter. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Hier, 1000 Coins, ich bin reich. Wie viele Coins hast du alles verkauft? Ich hab 41.000 Coins oder so. 42.000 gerade. Ja, Road to Ibra. Ja, auf jeden Fall im Pack-Opening-Style, ne? Läuft. Und jetzt so gleich. Oh, Ibra. Oh, was gibt's doch nicht? 4 Non-Rare-Karten, aber ein HSV. Egal, den HSV nehme ich aus Prinzip einfach mit. Welcher von HSV? Habe ich jetzt den Namen gerade vergessen. Das war aber. Hier sind wir ein wahren Fan. Ey, komm, ich habe nie gesagt, ich bin ein Dingens. Ich bin schon HSV-Fan, aber mehr Real Madrid. Das wissen ja, ja. Alle aber. Komm schon. Komm schon. Ich habe Ranocchia gezogen. Nokia. Ja. Hört sich an wie immer die Nudeln, Nokis, Alter. Der ist nichts wert. Wie viele Packs wissen du jetzt? Bist du schon drüber? 8 oder so, oder bestimmt schon. Ja, ja, locker immer bei 6. Also, wir sind locker schon bei 9, glaube ich. 8 oder 9 oder so in die Richtung. Bei 10. Kann auch sein. Wir haben ja aber noch ein paar Packs, die wir öffnen können. Noch so 5200 Microsoft Points. FIFA Points. Meine ich Microsoft ja. Points, ja. Dann hast du jetzt, mit wie viel hast du angefangen? 6.000? Oh nein! Was? Es war Real Madrid und ich habe eben gerade gedacht, das ist ehrlich jetzt Ronaldo, aber es war Khedira. Wie
Ja, der ist auch mal wieder der Kilira. Oh nein, Alter. Der Kilira, den kennst du doch. 2000 Coins ist auch nice. Aber ja, wir haben ein freischaltbares Goldpack. Das wäre natürlich ultimativ. Kedira in dem Alter, ist da schon so ein scheiß Real Madrid, Alter? Ich hätte gern mein Gesicht jetzt gerade gesehen, wie ich mich gefreut habe.